Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Expeditions, a Much Runner Game. Wenn du das Spiel selber spielen willst, 14,5% sparen, in der Videobeschreibung ist ein Link. Damit unterstützt du mein Angebot. Vielen Dank, dass du das tun möchtest. Dankeschön. Und ja, wir hängen am Baum fest. Also wenn du sagst, du kannst es eh besser, dann spiel's doch selber. So, dann, wir sind auf dem Weg, da herauszufinden, ob es hier an den, ein größeres Geheimnis an den Feuerstellen gibt und sollte das Gebiet erkunden. Das machen wir gleich mit der Drohne, aber wir müssen natürlich ein bisschen näher ranfahren. Das Ding ist, gleichsam haben wir hier vorne irgendwo, mal gucken, ob das hier in der Nähe ist, haben wir auch noch Upgrades und die hätte ich gerne. Und das Problem ist, wo? Ne? So. Gucken wir mal, ob wir durchfahren müssen oder ob wir das mit der Drohne machen können. Hier ist auf jeden Fall, ja, wenn da irgendwo was ist, dann müssen wir den ganzen Hang hoch. Das hier sollen wir erkunden. Und das Problem ist, die Reichweite der Drohne, ihr seht es, ist beschränkt. Da unten ist ein Lager, ein Abwurfort, irgendwas. Dann sollten wir da erstmal gucken. Aber wir müssen ein bisschen Sprit sparen, deswegen habe ich jetzt mal Allrad ausgeschaltet. So, wo war denn das? Das war eher so rechts, ne? Eher so rechts Richtung Osten. Da ist ein Abwurf. Siehst du? Da haben wir schon mal einen Boni bekommen. Einen Boni. Zuletzt waren es ja 5, die wir finden müssen, damit wir den Gesamtbonus bekommen. Oh, sehr gut. Was ist das? Mineralien, das in der Erdkruste vorkommt, von Kaufleuten geschätzt. Wir nehmen es mal mit. Könnt's ja, wenn wir noch mehr Abwurf finden, gegebenenfalls dann weiter eintauschen. Wir müssen Sprit fahren. Garderobe fährt rückwärts. Drohne. Von hier aus kommen wir nicht ins Map-Menü. Und auch nicht ins Mac-Menü. Ja, das ist, da weiß ich jetzt aber auch nicht. Weil da waren wir ja nicht, ne? Und trotzdem decken wir nicht weiter auf. Hier sieht es aus, geht da ein Weg hoch. Da sind wir nicht hergekommen. Hätte ich jetzt gesagt gehabt. Es ist schwer zu erraten, was wir jetzt aufdecken müssen, ne? Es ist schön, wenn wir so eine Art Heatmap hätten. Oder irgendwas unten, irgendwie in der Ecke eingeblendetes, dass man sieht, wo, was man schon hat und was nicht. Also theoretisch, wo ist denn hier Norden? Das weiß man auch nicht so genau, ne? Wo hier Norden und Süden, Osten, Westen ist. Da müssen wir das anhand von geologischen Maßnahmen. Also von dem Abwurf über das Auto hinweg in die andere Richtung. Da müssen wir erkunden. Versteht ihr, wie ich meine? Also pass auf. Drohne. So, hier ist der Abwurf. Ups, da. Da ist das Fahrzeug. Das heißt, wir müssen jetzt genau in die andere Richtung. Verstehst du? So, hier hoch. Und das ist auch so eine Passage, ne? Ja, ist ja gut. Ja, so ein bisschen räumliches Denken verlangt einem das Spiel dann offenbar auch ab. Gut, fahre den Berg hinauf. Kriegen wir hin. Ich hoffe nur, dass wir jetzt das
nicht verlieren. Oh, okay. Dass wir nicht verlieren, diese Boni, die Upgrades, die wir nämlich haben. Hat ihr schon erwähnt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, drei Stück da in die Richtung. Es könnte sogar in die Richtung sein, ne? Wenn wir Glück haben. Gut. Hier werden wir Allrad brauchen und hier müssen wir auf jeden Fall... Ja, hier müssen wir mit Differentialsperre, glaube ich, fahren. Das heißt, sehr viel Spritverbrauch. Reifen runter, ne? Ja, ich glaube, wir kommen nicht umhin. Das ist natürlich anders wild so. Tä. Und mind you, ne, wenn ihr jetzt so ein bisschen überlegt, ist es was für mich und wie fühlt sich das an? Es ist ja leicht. Wir spielen auf leicht. Nein, ich muss es anders formulieren. Diese Mission ist leicht. Ich könnte mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir jetzt in der Wüste unterwegs wären. Deswegen habe ich für unseren Start hier rein die Karpaten gewählt. Ne? Weißt du Bescheid. So, da haben wir wieder einen unauffälligen Wegweiser, der uns unauffällig eine Richtung weist. Ich würde aber hier oben gerne nochmal scannen, wenn es weiß werden wollen würden sollte. Wird es aber nicht. Aber hier oben ist ein Aussichtspunkt. Hier würde ich gerne mal einmal ferngläsern. Da habe ich jetzt einen entdeckt. Vor lauter Begeisterung hole ich da mein Saxophon raus. Diese blaue Blumen. Nee, das war nicht die. Dieser blaue Rahmen sah gerade aus, als würde da ein Monster aus dem Schwartet auf uns zukommen. Ich glaube, wir spielen das gerade zu viel. Oh, wie schön! Fast so wie wenn ich die Light Rays in meine Thumbnails reinbaue. Ah, okay. Also Gott sei Dank gar nicht übertrieben. Unser Ziel dürfte noch höher liegen. Denk an die Hinweise. Ja, der hat ja da hingewiesen. Okay, der will noch. Der will. Okay, der will hier hoch. Kriegen wir hin. Hä? Achso, zu schnell wahrscheinlich mit ganz niedrigem Reifendruckgerät. Gucken wir mal. Schön hier auch die Vegetation, ne? Also das ist schon sehr liebevoll alles. Das gefällt mir. Oh, ein Steinkreis, siehst du das? Hier ist irgendwas. Dann schauen wir mal. Schön auch mit dem See da unten, wobei das aussieht wie so ein alter Bergwerksee, ne? Okay. Hat da schon wieder wer gegrillt. Wow, diese uralten Feuerstätten und Steine sehen so cool aus. Ja, also das ist auch die Definition von cool, wie ich sie habe. Also, wenn du das teilst, dann bist du immer auf jeden Fall richtig. 7600. Erkenne mindestens 5 unbekannte Punkte auf der Karte. Ja, haben wir wieder nicht geschafft. Ich würde aber gerne jetzt von hier weiterfahren und die Upgrades suchen. Oder wollen wir das separat machen? Wir machen das von hier, weil wir sind gerade mal hier und das... Ja, wobei, kommen wir hier weiter? Die Lampen sind auch aus. Die sind also möglicherweise JWD. Ich weiß gar nicht, grün war Upgrades?
Ich gucke, in welche Richtung das war. Ziemlich eindeutig in die. Ich würde halt gucken, ne, wo wir gerade einmal hier sind. Runter kommt man ja immer. Guten Tag. Ich mag das ja auch, so Erkundungssachen, die dann slightly off the road sind. In einem Offroad-Spiel sagt er das, der Garderobe. Der ist schon clever, der Typ. Sieht so aus, als wenn die ganz weit weg, ne? Auf dem anderen Berg, oder wie? Da müsste es auch so einen Spezialisten, so einen Schatzhunter-Spezialisten für geben, das wäre cool. Ja, guck mal, da ist wieder ein Wegweiser, siehst du? Oh, das ist wirklich cool. Oder da unten. So eine alte Mine oder so. Okay, da liegt eine Leiche irgendwo. Jetzt müssen sie ja so einen Jumpscare einbauen, ne? Dass auf einmal jemand da vor dir steht und ins Fernglas guckt. Dann hast du mich aber hier erstmal leicht erschrocken. Halt! Halt, stopp! Jetzt rede ich! Können wir nochmal gucken? Ja, das ist komisch. Das scheint gar nicht so weit weg von uns zu sein, weil jetzt ist es da vorne. Warte mal, wo sind wir jetzt? Hier, da, zack. Ja, die Stelle war es nicht, ne? Ich bin verwirrt. Das ist jetzt irgendwie ganz woanders. Also was wir da machen könnten, wäre folgendes. Versuchte Flussüberquerung. Das ist ein neuer Quest. Aber den können wir immer noch machen, ne? Die Map bleibt ja, oder? Das sollten wir mal gucken, ob die Map bleibt. Das heißt, wir gehen jetzt zum Hauptquartier. Alte Feuerstelle, 9100. Abseits der markierten Pfade, 5000. Verkaufte Items, 2050. Ja, das ist jetzt das Problem. Das sieht so aus, weil er jetzt sagt, hier abseits der markierten Pfade, als wenn das zu dieser Mission zählt. Wenn wir das jetzt abschließen, können wir möglicherweise die hier unten nicht mehr machen. Aber um das rauszufinden, müssen wir jetzt einmal, versuchte Flussüberquerung, müssen wir jetzt einfach mal einmal die Mission beenden, um herauszufinden, ob das so ist, ne? Verstehst du? Machen wir mal. Wir lernen ja noch. So, dann. Nächste Mission. Wasser ist Leben. Die Auswirkungen des Klimawandels sind weit verbreitet und kompliziert. Es empfiehlt sich daher, die empfindlichste Tier- und Pflanzenwelt im Reservat zu überwachen. Das gilt ganz besonders für die Wasserlebewesen in den Flüssen und Seen. Dafür brauchen wir jede Hilfe, die wir bekommen können. Tipps, leicht, Entfernung, Höhenunterschiede, Wald, Hydrologe. Ob wir den erstmal mitnehmen. Und dann mindestens ein Truck.
Unser Tiger-Truck, der hat sich natürlich schon angeboten. Dieses Mal denken wir auch daran, Ersatz mitzunehmen. Und dann nehmen wir mal den Lodestar noch mit, wenn wir mal retten müssen. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Mission noch da ist. Deswegen machen wir das, ja? Die war hier, ne? Dili-di-di-di. Das sind wahrscheinlich diese Brücken, die wir dann bauen können, also Wurfbrücken. Jetzt gucken wir mal. Ja, die bleibt. Okay, gut. Oh. Okay. Jetzt gibt es reichlich Boni hier, wie es aussieht. Dann wollen wir mal. Erreiche den Abstieg des Bergkamms. Geschossspitze. So, hier hin. Und das ist auch noch eine neue Mission, so wie es aussieht. Und wir können einmal scannen. Und schauen wir mal. Das Glühwürmchen ist auch schön. So. Ja, trotzdem, wir müssen, glaube ich, die Upgrades dann wirklich in der Map einsammeln, weil wenn wir die nicht einsammeln, kriegen wir diese Upgrades. Gardehol 2024, logische Sätze, logisch erklärt. Also, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, die Upgrades zu bekommen für Fahrzeuge oder so, wenn die in der Map verbaut sind, als die dann auch wirklich daher, wo die in der Map verbaut sind, einzusammeln. Denke ich mal. Der See, den wir versuchen müssen, ist nicht mehr weit. Sei vorsichtig am Ufer. Ist nicht mehr weit. Ja gut, das ist relativ, ne? Ich nehme an, wir müssen hier so runter und dann da so rum. Ach guck, das hätte ich voll falsch eingeschätzt jetzt. Ich wäre jetzt aus dem Gefühl aus fast geradeaus gefahren. Gut, dass man hier diese Wegemarkierung machen kann. Dann würde ich sagen, wir machen auch mal ein bisschen Nachtfahrt. Einfach mal so fürs Gefühl. Und da sind wir auch schon. Können wir eine Furt entdecken? Nee, aber Glühwürmchen. Schön. Dann fahren wir erst am Ufer lang, ne? Spricht ja nichts gegen. Und der Klassiker war ja auch da, ne? Mit so schweren Sattelschleppern dann durchs Wasser und ach, das war schön. Finde die erforderlichen Unterwasserobjekte, indem du Scanpunkte auswählst. Wie geht das denn? Triangulieren, nehme ich an. Ich reiz nicht. Fische mit einem Echolot im Wasser aufspüren ist nicht einfach. Du hast gute Arbeit geleistet. Ach so, es ging um die... Ach so. So, und jetzt? Okay, da geht's weiter. Dann würde ich sagen, fahren wir an der illegalen Abholzung vorbei. Da können wir bestimmt noch ein Tiny Little Secret entdecken. Mal gucken, ob wir jetzt hier in der Nähe sind von den Teilen, die wir sind ja den Upgrades noch auf der Spur hier. Ah ja, das ist gut. Das haben wir da vorne. Das ist ein Geldkoffer. Da ist
Ja, kennst du, ne? Das ist, wenn du im Casino, wenn du da rausfliegst, dann kommt ein Casino-Mitarbeiter mit dem Geldkorb hinterher und gibt dir das. Ja, schwierig. YouTube ist heutzutage echt schwierig geworden. Müsste der jetzt nicht auf der Map sein? Ich frag dafür einen Freund. Wie kommen wir denn da? Ist das hier oben? Ist das eine Au- Liegt da ein Skelett? Was passiert hier? Vor allen Dingen ist es Nacht. Das beunruhigt mich. Ah! Was war das denn? Wie hoch? Schön hier. Blumenwiese. Jo. Komm. Du kannst doch wohl diesen Baum wegschieben. Scheint direkt vor uns zu sein. Ich lass mich schon wieder ablenken hier, ich weiß. So, einmal hier durch. Irgendwie so in die Richtung. Es wäre zu schön, wenn wir mal hier endlich mal so ein Secret finden würden. Ich muss nochmal nach der Richtung gucken. Ziemlich genau in die Richtung auch. Okay. Dann wären wir quasi schon richtig gewesen. Die Frage ist jetzt nur, ob wir jetzt auf zu hoch sind, um da hinzukommen. Es liegt ja quasi eh da, wo wir hin müssen, ne? Naja, sei es drum. Liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier ist der Schluss. Die nächste Folge gibt es jetzt sofort auf Garderobe Plus. Ciao.